Halo, vidjec, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju 50 konverzacijskih rečenica je pred vama sa nekim interesantnim vokabularom koji želim ovog puta da naučimo, tako da se nadam da ćete ostati do kraja video lekcije, da ćete odgledati više puta i naučiti te reči na koje ću vam ja obratiti pažnju i podvući ih za vas. Krećemo odmah. Broj 1. Mein neuer Freund ist sehr sympathisch. Mein neuer Freund ist sehr sympathisch. Y se čita kao u sebe dečkice. Sympathisch. Moj novi prijatelj, moj novi dečko je veoma simpatičan. Moja nova devojka, moja nova drugarica bi bila meine neue Freundin. Lakše. Za muški rod pazimo nominativ. Mein neuer Freund ist sehr sympathisch. Broj 2. Wir treffen uns nächste Woche am Montag statt am Donnerstag. Wir treffen uns nächste Woche am Montag statt am Donnerstag. Dakle, mi se srećemo sledeće nedelje u ponedeljak umesto u Donnerstag, u četvrtak. Dakle, ovo štat nije di štat kao grad, nego je umesto štat. Wir treffen uns wann nächste Woche? Am Montag. Statt am Donnerstag. Broj 3. Faulenzt statt zu arbeiten. Faulenzt statt zu arbeiten. Prepoznajem ovdje ovaj pridev faul, što znači lin. Pa onda vidimo da ovdje napravili smo glagol faulenzen, što znači lenčariti. Faulenzt, treće lice linije. Faulenzt, umjesto da radi, statt zu arbeiten. Znači kada iza ovog štat treba se nema neki glagol, on ide sa zu plus infinitivom. Statt zu lernen, statt zu gehen. Statt zu essen. Faulenzt statt zu arbeiten. Das Tier ist aus dem Zoo entkommen. Das Tier ist aus dem Zoo entkommen. Životinja je pobegla iz zoobrta. Dakle, entkommen, vidimo da znači otići negde poveći točno. Entgehen oder entkommen. Also, das Tier ist aus dem Zoo entkommen. Der Zoo je zoološki vrt, muški rod, i ovde u dativu iz aus, plus dativ, aus dem Zoo entkommen. Broj 5. Wir gehen heute mit den Kindern in den Tiergarten ili in den Zoo. Dakle, to je drugi način. Tiergarten, tija životinja, garten, vrt, tiergarten ili zoo. Znači, wir gehen heute, mi idemo danas, mit den Kindern, ne zaboravite, NN, dati množine, mit den Kindern, i wohin gehen wir, in den. Ovo den je akuzativ muškog roda. Wohin? In den Zoo. In den Tiergarten. Broj 6. Der Saal füllt sich langsam mit Gästen. Der Saal füllt sich langsam mit Gästen. Sala se puni polako sa gostima. Mit Gästen. Fühlen, napuniti se, fühlen, napuniti. Mein Auto wurde letzte Nacht gestohlen. Mein Auto wurde letzte Nacht gestohlen. Dakle, pasivna konstrukcija. Moj auto je ukraden sinoć od strane nekoga, ne znamo ko. Dakle, u tim situacijama kad ne znamo ko vrši radnju, koristimo pasiv.
glagol werden u preteritu wurde plus Partizip 2. Wurde gestohlen. Wurde ein Bild gestohlen? Na čisto, da li je slika ukradena? Wurde ein Bild gestohlen? Stehlen je glagol gestohlen. Meine Uhr wurde gestohlen. Moj sat je ukraden. Meine Uhr wurde gestohlen. Alles gehört Ihnen unter einer Bedingung. Alles gehört Ihnen, aber unter einer Bedingung. Sve pripada vama, ali pod jednim uslovom. Die Bedingung je uslov ženskog roda, znači u dativu unter einer Bedingung. Gehören pripadati. Ihnen, vama, ali passieren. Ihnen velikoj. Alles gehört Ihnen unter einer Bedingung. Der Kanal trennt Frankreich von England. Der Kanal trennt Frankreich von England. Also trennen je podeliti. Trennen. Kad plaćamo nešto getrennt, odvojeno, zusammen oder getrennt. Ich trenne das Kabel von meinem Computer. Razdvajam kabel od mog kompjutera. Ich trenne das Kabel von dativ meinem Computer. Ok. Hat er noch Fieber? Da li on još uvijek ima temperaturu? Hat er noch Fieber? Der Schlüssel muss anderswo sein. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ist der Schlüssel in der Küche? Nein, der Schlüssel muss anderswo sein. Mora negde drugo biti. Mora da je na nekom drugom mestu. Der Schlüssel muss anderswo sein. Du sollst versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Du sollst versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Ti treba da pokušaš da učiš iz prošlosti. Na grešak. Du sollst versuchen aus dativ die Vergangenheit aus der Vergangenheit zu lernen. Warum magst du das Licht aus? Ich möchte noch lesen. Zašto gasiš svetlo? Ja bih želeo još da čitam. Warum machst du das Licht aus? Ich möchte noch lesen. Ausmachen. Isključiti. Ausmachen. Warum machst du das Licht aus? Ich möchte noch lesen. Ich habe den Fernseher ausgemacht. Isključio sam televizor. Ausgemacht. Koga šta? Akuzativ muškog roda. Ich habe den Fernseher. Der Fernseher, televizor. Ich habe den Fernseher ausgemacht. Okay. Guck doch nicht so böse. Nemoj gledati tako ljutito. Guck doch nicht so böse. Guck mal, wer da kommt. Pogledaj ko to dolazi. Guck mal, wer da kommt. Gucken. Schauen. Schau mal. Guck mal. Ich habe diesen Monat schon 500 Euro ausgegeben. Ich habe diesen Monat schon 500 Euro ausgegeben. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben. Ne mogu više da trošim. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Dakle, ausgeben je potrošiti. Diesen Monat, tako zati. Kannst du das Buch öffnen und anfangen zu lernen? Možeš da otvoriš knjigu i da počneš da čitaš. Kannst du das Buch öffnen und anfangen zu lernen? Zu lernen? Ajde, sajmo zu lesen. Da čitaš. Zu lesen.
Dočitaj. Sie hat den Schlüssel in ihre Tasche gesteckt. Sie hat den Schlüssel in ihre Tasche gesteckt. Dakle, ona je stavila ključ, koga šta ključ, den Schlüssel, akuzativ. A wohin, gde, in die Tasche, in ihre Tasche, dakle, u svoju torbu. Akuzativ je u pitanju sa glagolom stecken, kao sa štelen, znači negde nešto stavljam. I odgovorio na pitanje wohin. Wohin hat sie den Schlüssel gesteckt? In ihre Tasche. Ili u svoj džep, može biti in ihre Tasche. Ich habe sie dort gesteckt, weil ich sie auf keinen Fall verlieren wollte. Ich habe sie dort gesteckt, sad ne znamo šta je sie, ali da kažemo da je sie, ne znam, jakna. Ili die Uhr, sat. Ich habe sie dort gesteckt, ja sam taj sat tamo stavio, weil ich sie, jer ja njega, odnosno taj sat, auf keinen Fall, ni u kom slučaju, verlieren wollte, nisam želeo da izgubim. Ich habe meine Uhr dort gesteckt, weil ich meine Uhr auf keinen Fall verlieren wollte. Okay, das Büro ist jetzt leer, Sie können es reinigen. Kancelarija je sada prazna i možete je očistiti. Das Büro ist jetzt leer. Sie können es reinigen, sauber machen. Er hat mir seinen Regenschirm gegeben, aber es regnet nicht mehr. Er hat mir seinen Regenschirm gegeben, aber es regnet nicht mehr. On je meni svoj kišobran dao, ali više ne pada kiša. Znači, koga šta, akuzativ muškog roda, sein, njegov, seinen, what? Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Znači, on je pažljiv kada se radi o tome da se troši novac. Znači, es geht radi se o. Es geht darum, radi se o tome. Wenn es darum geht, kada se radi o trošenju novca. O novca. Wenn es darum geht, Geld auszugeben, ist er vorsichtig. On je pažljiv, vorsichtig. Geduld ist wichtig, wenn es darum geht, Sprachen zu lernen. Das ist richtig. Znači, strpljenje je bitno kada se radi o tome da se nauči jedan jezik, samo geduld. Und wiederholen. I ponavljanje. Geduld ist wichtig, wenn es darum geht, Sprachen zu lernen, Fremdsprachen zu lernen. Oder eine Sprache zu lernen. Ujedinjenje. Er wird später hier vorbeikommen. Er wird später hier vorbeikommen. On će kasnije ovde svratiti, navratiti, vorbeikommen. Das ist genug. Es ist alles vorbei zwischen uns. Das ist genug. Es ist alles vorbei zwischen uns. Dakle, das ist genug. To je dovoljno. Es ist alles vorbei. Sve je završeno zwischen uns. Između nas. Znači, kad kažemo es ist alles vorbei, znači da je prošlo, u prošlosti. Es ist vorbei, gotovo. Verzeihung, darf ich vorbei? Izvinjavam se, mogu li da prođu? Vorbeikommen, znači proći. Mi smo imali gore vorbeikommen u značenju svatiti kod nekoga. Kad kažemo da je nešto vorbei, znači da je otišlo, završeno. Ili darf ich vorbei, dakle kad hoćemo da prođemo pored nekog ko nam stoji na putu. Izvinjavam se, Entschuldigung, Verzeihung, darf ich vorbei. Das war keine interessante Vorstellung und endlich war sie vorbei. Nije bilo ništa zanimljiva Vorstellung i predstava i napokon se bila završila. Znači, endlich war die Vorstellung vorbei. Bila je hinter uns, iza nas, završila, vorbei. Er
Er hat etwas getan, womit ich nicht einverstanden war. Er hat etwas getan, getan und tun, gemacht. Er hat etwas gemacht, er hat etwas getan, womit Sachim ich nicht einverstanden war. Ja, nisam bio saglasan. Znači, ne kažemo mit was, nego womit. Er hat etwas gemacht, womit ich nicht einverstanden war. Das ist sicherlich eine gute Regel. To je sigurno jedno dobro pravilo. Das ist sicherlich eine gute Regel. Jedes Spiel hat seine eigenen Regeln. Das Spiel. Znači svaka igra ima svoje sobstvena pravila. Jedes Spiel hat seine eigenen Regeln. Odakle je veliki broj. Wie ist der folgende Schritt? I koji je naredni korak? Ne kažemo, was ist? Was ist der folgende Schritt? Koji je naredni korak? Es war eine steile Treppe. Bile su to strme stepenice. Steil, strm. Eine steile Treppe. Strme stepenice. Er steht auf der Treppe. On stoji wo na stepenicama u dativu. Auf der Treppe. Er steht auf der Treppe. Wir steigen die Treppe hinunter. Ili wir gehen die Treppe hinunter. Znači idemo niz stepenice. Wir gehen, wir steigen die Treppe hinunter. Die folgende Frage ist sehr wichtig. Ovo sljedeće naredno pitanje je veoma važno. Pitanje koje slijedi je veoma važno. Die folgende Frage ist sehr wichtig. Niemand konnte das Rätsel lösen. Niko nije mogao da reši tu problem, tu zagonetku. Niemand konnte das Rätsel lösen. Ich kann nicht herausfinden, wie ich das Rätsel lösen soll. Ne mogu da, dobro, herausfinden, otkrijem, shvatim, ich kann nicht herausfinden, ne mogu da otkrijem, wie ich das Rätsel lösen soll, kako treba da rešim tu zagonetku. Das Bett im Hotel war zu weich. Krevet u hotelu je bio suviše weich, mekan. Das Bett im Hotel war zu weich. Es ist weich wie Seide. Mekan kao svila. Es ist weich wie Seide. Wir hassen Gewalt. Mi mrzimo nasilje. Das Gewalt. Wir hassen Gewalt. Probleme kann man nicht mit Gewalt lösen. Probleme se ne mogu rešavati nasiljem. Probleme kann man nicht mit Gewalt lösen. Rette, wenn du retten kannst. Spasi koga ti spasiti možeš. Rette, wen du retten kannst. Sie riskierte ihr Leben, um ihn zu retten. Ona je riskirala svoj život da bi njega spasila. Sie riskierte ihr Leben, um ihn zu retten. Du hast mein Werk ruiniert. Uništio si moje delo. Du hast mein Werk ruiniert. Er wusste, dass es ihr Werk war. On je znao da je to njeno delo, ihr. Može biti i njihovo, ihr. Er wusste, dass es ihr Werk war. Ich habe die Schokolade geschmolzen und über den Kuchen gelegt. Ich habe die Schokolade geschmolzen und über den Kuchen gelegt. Okay, stajemo ovdje pa se vidimo na lekciji.